Ein ganz kleines Problem, und das folgende. Wenn ich diese Einführungen höre, hört es sich wie ein Nekrolog aus. Und ich sitze also noch 15 Minuten, um das alles zu hören. Und ja, ich bin noch ganz lebend, sehr lebend eigentlich. Also, jetzt ist es los. Es gibt ein Transcend-Verfahren. Und Terms werdet ihr von Müller und Winfried haben. Ich werde so viel sagen, eine Übersicht geben. Und ich glaube, ich fange mit dem Wort Transcend an, weil dort steckt das eigentlich alles. Geh weiter. Mach einen Sprung. Geh nach oben. Geh weiter. Also die Idee ist, Sachen ein wenig von oben zu sehen, um zu verstehen, dass vielleicht gibt es Möglichkeiten, die man bis heute nicht gesehen hat. So, ich habe eine Menge Forschung gemacht und in 1993 habe ich nicht ganz zufällig, aber fast zufällig gehört, dass eine Idee, die ich hatte am Ende des Kalten Krieges, war da eigentlich vorher, ich hatte die Idee eigentlich in 67 und habe es ganz viel darüber gesagt, eine ganz große Rolle gespielt hatte am Ende des Krieges. Die Idee war ganz einfach, aber eben nicht so ganz selbstverständlich in 1967. Und das war die Idee, statt Raketen aufzustellen und mit Bomben und Atombomben zu drohen, ganz einfach eine Organisation in Genf zu haben, nicht die Ökonomische Kommission, sondern eine Sicherheitskommission für Europa. Und das war vorgeschlagen in einem Schrift vor Council of Europe, Europa hat. Und ich habe noch in Erinnerung, wenn das dargestellt war von dem Vorsitzenden, ein Jurist von Frankreich, sehr, sehr rechts. Und er sagte das Folgende, und das war seine Methode, eine Schrift von zwei Seiten zu präsentieren, mit einem Satz. Il y a un certain monsieur Galtung, il a dit qu'il faut s'asseoir avec les communistes et avoir un dialogue. Monsieur, dames, je vous propose, celui qui dit ça, il est lui-même un communiste. Also es gibt einen gewissen Herr Galtung, und hat gesagt, es wäre eine gute Idee, mit den Kommunisten sich zusammenzusetzen und einen Dialog über die Probleme zu haben. Ich sage euch, derjenige, der das sagt, ist selber ein Kommunist. So, das war Anfang und Ende des Vorschlags. Danach gab es so ungefähr 3000 Kopien von einem kleinen Buch im Keller des Europarates. Und 20 Jahre nachher kam ein Brief, was schaffen wir damit eigentlich? Ja, jetzt war die Stunde reif. Und dann war es sehr schön. Gut, also man fängt mit Lösungen an. Und hier habe ich eine ganz kleine Sache, die etwas damit zu tun hat. Und die ist ein wenig kompliziert oder sieht ein wenig kompliziert aus. Es steht alles schon auf dem Scheinbild. Aber wir machen es ganz häufig auf dem Fußboden. So, wir machen es so. Dann kommen also ABC, ABC. Und das ist leider auf Englisch. So, es ist Attitude, was drinnen vor sich geht, in deiner Seele, wenn du in einem Konflikt bist. B für Benehmen, was du tust. Verbale Gewalt zum Beispiel. Und dann die Hauptecke, die vergessene Ecke. Die Ecke, worüber man nicht redet, die C-Ecke, Contradiction, Widerspruch. Dass Leute haben Zielsetzungen, die Terroristen haben Zielsetzungen, die Staatsterroristen haben Zielsetzungen. Und es gibt einen Prall der Zielsetzungen. So, man könnte sagen, die Hauptthese ist ganz einfach. Gewalt ist zu ungelösten Konflikten,
was Rauch ist zu Feuer. Und wenn du Journalist bist und gerne Rauchjournalist sein möchte, tu das. Aber es würde vielleicht keine schlechte Idee sein, etwas über Feuer zu sagen. Und wenn du Journalist bist, fängt das mit zwei Fragen an. Herr Präsident, es ist etwas sehr Gewaltiges gestern eingetroffen. Wir sind 12. September 2001, B für Benehmen, Gewalt. Und die guten Fragestellungen sind die folgenden. Was für ein Konflikt steckt da unten oder da hinten? Und wie könnte man diesen Konflikt lösen? Es ist eine bloße Trivialität und stößt auf außerordentlich viele Widerstände. Und das Diagramm, das hier steht, das hat nur 50 Jahre gedauert, um das zu entwickeln. Und es kommen 5 mehr. So, das ist nur ein Anfang davon. Ist also friedliche Konflikttransformation. Wie könnte man mit Konflikten friedlich umgehen? Ich sage unmittelbar, was das Hauptproblem ist. Und das Hauptproblem in meiner Erfahrung ist das folgende. Prall der Zielsetzungen, da musst du also bereit sein zu denken, vielleicht sogar zu sagen, dass die andere Seite hat eine Zielsetzung. Das ist nicht ganz einfach, sagen wir liebe Leute. Ganz einfach böse wäre die christliche Ausdrucksweise und abrahamitisch im Allgemeinen. Östlich vom abrahamitischen Gebiet redet man weniger darüber. Sondern sie haben Ziele. Und dann kommt zweite Stufe des Problems. Es könnte sein, dass einige dieser Ziele legitim sind. Wenn die alle verbrecherisch und alle illegitim sind, naja, dann rufen die Polizei an oder das Militär. Dann ist das ein Problem. Wie kann man das vermeiden? Wie kann man die Gewalt vielleicht durch ein Minimum von Gewalt oder etwas Gewalt vermeiden? Über das kann ich sehr viel sagen, das tue ich nicht. Ich sage nur, dass diese zwei Voraussetzungen, nämlich dass man die andere Seite als etwas Menschliches betrachtet, mit Zielsetzungen, und man versucht, diese Zielsetzungen zu verstehen. Es könnte sein, man findet das meiste illegitim. Aber es gibt immer etwas Legitimes, und das ist die frohe Botschaft. In meinen Erfahrungen jetzt mit 89 Konflikten als Vermittler, habe ich niemanden gefunden, wo es nicht etwas gibt, das ich als legitim betrachten könnte. So, wie dann beurteile ich Legitimität? Ich habe 3 Methoden. Methode 1, Legalität. Aber diese Methode ist problematisch. Hier sitzt zum Beispiel ein Anwalt, mein Freund Christoph Barbe, auch ein Schweizer. Und als Anwalt weiß er genau, wie problematisch es ist. Also es gibt Gesetze und Gesetze und die meisten kommen von einer bestimmten Klasse in der Gesellschaft. Dann gibt es etwas Tieferes, das ist Stufe 2, Menschenrechte. Die sind ganz gut durchgedacht, bis zu einem gewissen Punkt. Die sind, wenn ich sage zu westlich, habe ich nicht damit gemeint, dass sie falsch sind, nur dass sie unvollständig sind. Es fehlen kollektive Menschenrechte. Also Probleme. Dann kommt die dritte Stufe. Und die dritte Stufe sind die menschlichen Bedürfnisse. Dann fängt es an, ein wenig vage zu sein und weiß nicht ganz genau, was ist denn das eigentlich. Und die Methode B, wofür ich stehe, ist, und du gerne wissen möchtest, welche sind die menschlichen Bedürfnisse, frag mal Leute bitte, was ist das, ohne was das Leben nicht mir wert ist. Auf meiner Liste stehen 4. Die sind Erfolge von Dialogen in 50 Ländern.
die vier sind Überleben, ein Minimum von Wohlsein, Freiheit und Identität. Also zwei sind mesomatisch, Überleben und ein Minimum von Wohlsein. Zwei sind mehr geistig, Freiheit, also Wahlmöglichkeit und Identität. Man könnte sagen, dass während des Kalten Krieges war das so, dass das Gegenteil von Überleben war Tod, das Gegenteil von Wohlsein war Not und das Gegenteil von Freiheit war Rot. Ich habe verzweifelt versucht, ein Wort auf Deutsch zu finden, als Gegenteil von Identität mit drei Buchstaben, wo die ersten zwei sind O, T oder D. Also finden Sie es bitte. Das ist meine Verantwortung, das ist für euch auch. Ich habe es nicht gefunden. Also, sind wir jetzt zu etwas gekommen? Es gibt ein ABC, das Dreieck, und dort fängt es an. Und ich habe also gesagt, es ist kein Problem zu sagen, dein Benehmen ist unannehmbar. Und es ist kein Problem zu sagen, es gibt zu viel Hass drinnen. Das Problem fängt mit C an, die Widersprüche. Wo es also, man ganz einfach sagen muss, vielleicht hat die andere, dritte, vierte, fünfte Seite etwas zu sagen. Und vielleicht wäre es besser, das zu hören. Je vous propose, messieurs, dames, celui qui dit ça est lui-même un communiste. Très joli. Also hier unten von diesem Dreieck gibt es das sogenannte Tiefendreieck. Tief A, Tief B, Tief C. Und in diesem Diagramm fängt es damit an. Und Tief A sind die tiefen Kulturen. Das heißt, die Annahmen über die Welt. Und meistens bist du dich selber nicht daran bewusst. Typisches Beispiel. Dualismus, Manichäismus, Armageddon. Die Welt ist in zwei geteilt. Ein Teil ist böse, ein anderer Teil ist gut, dort sind wir. Das ist Manichäismus. Und es gibt nur eine Möglichkeit, die Endlösung. Und das ist ein Schlacht. Armageddon. Sei gut vorbereitet. Leider ist das also ordentlich stark in der amerikanischen Elitenkultur einbegraben. Jetzt sehen wir Ausdrücke davon. Was wäre das Gegenteil? Wir reden also über Gegenteile, um Sachen zu verstehen. Und was wäre das Gegenteil davon? Ja, das Gegenteil von Dualismus wäre das buddhistische Tetralemma. A, nicht A. A und nicht A. Weder A noch nicht A. Dann haben wir vier Möglichkeiten. Ja, was ist denn das für Quatsch für Professor Halsache? Nehmen wir an, dass wir sind daran, Irak anzugreifen. Und wir denken dualistisch, es gibt zwei Menschenformen, Typen in Irak. Eine ist pro USA und die andere, die böse Seite, ist pro Saddam Hussein. 70% sind pro USA, vielleicht 20, 30 für Saddam Hussein. Aber das genügt, wir greifen an. Sehen Sie, liebe Leute, dann hat man einen kleinen Denkfehler gemacht. Weil man zu primitiv ist im tiefen Kultur. Wir fehlen zwei Kategorien. Zum Beispiel diejenigen, die weder für USA noch für Saddam Hussein sind. Und die waren 70%. Aber diese Kategorie war unvorstellbar, wenn die tiefen Kulturen da hinten nur mit zwei Kategorien arbeiten. Das ist wichtig. Sehr, 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 sehr wichtig. Also das kollektive Bewusstsein klarzulegen, ist eine Hauptaufgabe.
Dann gab es sogar eine vierte Gruppe, das war die Gruppe, selbstverständlich, die vier Saddam Hussein und vier USA sind. Ja, welche sind das? Ja, das sind die professionellen Folterknechte, sind eine Menge von Prostituierten, sind Waffenhändler und so weiter. Sagen wir vielleicht 5%. Und wenn die USA dort ist und sagt, wir möchten gerne mit Irakis zusammenarbeiten, dann sagen sie alle, hier sind wir Zusammenarbeit bereit. Es gab eine Menge davon. Und eine Menge von euch dort darüber. Also, was ich sage über Tiefenkultur, würde ich sagen, ist wichtig. Was wäre das Gegenteil von Manichäismus? Also, dass die Welt ist in Böse und Gute eingeteilt. Ja, das wäre selbstverständlich genial. Dass im Bösen gibt es Gutes und Böses und so weiter und so weiter. Also, viel mehr könnte man sagen, zweideutig. Zwei hoch endeutig, weil es geht weiter und weiter und weiter. Und was wäre das Gegenteil von Armageddon? Na, das Gegenteil von Armageddon wäre dann bestimmt Transzendenz. Also man sagt, du wünschst das, wir wünschen das. Wie sieht eine Welt aus, wo diese beiden mögliche Weise vereinbar sein können? Lösungsvorschlag für Iran und USA? Selbst wenn Sie sagen, das ist ja Wahnsinn, das wird nicht, nie eintreffen. Aber sehen Sie, so arbeitet man nicht. Man sagt nicht einem Patienten, du dürfst nicht rauchen deswegen, weil er dagegen ist, der möchte so gerne rauchen. Du sagst es noch. Die Lösung deines Problems ist mit Rauchen aufzuhören. Ja, sagen wir, das Iran sagt das Folgende. Wir haben ein Problem mit USA, das Problem heißt 1953. Ein Stoß gegen einen legal erwählten Premierminister, 2 Jahre vorher, Mossadegh. Und dann die Einsetzung von einem jungen Schah und Diktatur von 25 Jahren. Das müssen wir klären. Das Wort Entschuldigung wäre kein schlechtes Wort. Aber dazu haben wir eine andere Sache. Wir sind absolut überzeugt, dass das mit Öl keine gute Lösung für die Welt ist. Deswegen möchten wir gerne eine Nuklearenergie haben, darüber kann man eine Menge von Sachen sagen, aber Öl ist nicht die Lösung. Und wir schlagen das folgende vor, dass in einer Periode von 10 Jahren werden wir 10% abhaben. Wir sind der größte Produzent potenziellerweise, und Konsument Nummer 1, die Vereinigten Staaten. Da machen wir einen Verband zu zweit, wo wir ein 10-Jahres-Programm haben, Übergang Richtung nicht diese Formen von Energie, also nicht Öl und so weiter. Wenn wir Finanzierungsprobleme haben, gehen wir zum Ölfonds von Norwegen. Und dann schlagen wir uns den Norwegern vor, was mit Öl. Damit kannst du aufhalten. Und du kennst es, diese Sache finanzieren. Das norwegische Ölfonds ist größer als das norwegische Bruttosozialprodukt. Eine solche Sache würde Begeisterung von Weltende zu Weltende auflösen. Und das ganze Problem würde verschwinden. Also was hat man dann getan? Ja, man hat also versucht, eine Welt sozusagen mit Worten zu beschreiben, wobei plötzlich Probleme verschwinden. Dass der heutige USA-Präsident nicht so denkt, das wissen wir. Ahmadinejad denkt genau in diese Richtung, das weiß ich. Also könnte es sein, dass es nicht so ganz unmöglich ist. Es könnte auch sein, dass wenn man etwas darüber arbeitet, könnte man die Möglichkeit vorbereiten. Also man fängt mit der Lösung an.
Wie sieht eine Lösung aus? Wie sieht eine Lösung für Israel und Palästina aus, die heißt nicht Zwei-Staaten-Lösung meines Erachtens? Obwohl man ein Dokument in Genf geschrieben hat. Genf ist keine heilige Stadt. Ich lebe teilweise dort, ich weiß es. Also, ich glaube, die Lösung ist eine Sechs-Staaten-Lösung. Ein Bund, ein Staatenbund von Israel mit den 5 Grenzländern. Und das sind also selbstverständlich Libyen, Syrien, Palästina, Jordan, Ägypten. Palästina völlig anerkannt als Mitglied der Gemeinschaft, gemäß internationalem Gesetz. Und das heißt alles, was man von Sicherheitsrat, UNO und so weiter gehört hat. Also man fängt mit der Lösung an. Wie sieht sie aus? Und dann könnte ich also sagen, wenn man damit arbeitet, dann kommt man ganz klar zu 3 Problemen. Und die sind Tief A, Tief B, Tief C. Und Tief A ist also, sind die tiefen Kulturen. Die Kulturen sind drinnen von den Menschen, sind anderen. Ist das so wahnsinnig kompliziert zu verstehen, dass vielleicht gibt es 4 Möglichkeiten, nicht nur 2. Das Irak-Beispiel ist ganz einleuchtend. Ist es so wahnsinnig kompliziert zu verstehen, dass Menschen sind weder nur böse noch schlecht noch gute? Also es gibt Mischungen in uns allen. Und dann B, Tief B. Tief benehmen, das sind die Bedürfnisse. Die menschlichen Bedürfnisse, ich habe also viele erlebt. Wie dirigieren wir uns? Der Freud war kulturblind und strukturblind, aber nicht bedürfnisblind. Der Marx war kulturblind, aber nicht strukturblind und bedürfnisblind. Ich habe also versucht, diese Blindheiten zu überlegen. C steht hier für Tiefenstruktur, hier unten. Die Strukturen, die da unten sind und die sich reproduzieren. Die tiefen Strukturen in der Welt ist also ordentlich hierarchisch. Man redet über Hegemonie, über Imperialismus und so weiter. Und wenn Sie Tagungen haben, dann machen Sie meistens Verträge, die mit den tiefen Strukturen vereinbar sind. Sage ich es so, wenn du gerne etwas mit Konflikten tun möchtest, gibt es also 3 Randbedingungen in diesem Bild, Tief A, Tief B, Tief C. Tief A sind die tiefen Kulturen, die Annahmen, Tief B sind die Bedürfnisse und Tief C sind die Strukturen. Das heißt nicht, dass man es nicht ändern kann. Wir haben in meinem Land Norwegen relativ viel Horizontalität und Parität. Und ich habe also gesagt, dass die Bedingung für eine Lösung ist, dass man bereit ist, die andere Seite als Parteien anzunehmen. Konfliktparteien. Das ist so viel mehr einfach, wenn die tiefe Struktur horizontal ist. Wenn die Tiefenstruktur so vertikal ist, wie zum Beispiel in Japan, ist die Idee, dass die Untertanen da unten Menschen sind und nicht nur ganz einfach Roboter mit menschlichen Zügen. Sehr fern. Also kommt die Manipulation. Deswegen ist es in Schweden, Dänemark und Norwegen, mal Finnland, sehr unwahrscheinlich, dass es zu großen Krawallen kommt. Das wäre dann eine Ausnahme. In unsere Homogenität, in unsere Horizontalität passen die muslimischen Einwanderer überhaupt nicht ein. Und warum ist das? Ja, das hat damit zu tun, dass sie tragen ihre Islam sichtbar öffentlich.
Wir waren daran gewöhnt, dass wenn Einwanderer kommen, dann fragen sie nichts und sie versuchen, gute Norweger zu sein. Gute Christen zum Beispiel. Oder wenigstens die Rolle zu spielen. Und was sie zu Hause tun, ist Efeu. Das tun die Muslime nicht. Überhaupt. Also, ich habe angedeutet, dass es gibt Randbedingungen. Fallen wir es jetzt ein ganz wenig durch. Es gibt also 5 Kolonnen. In Kolonne 4, römisch 4, stehen die Therapien, was man tun kann. Und ich lese das durch. Selbstverständlich forschen. Selbstverständlich versucht man eine Welt zu befördern, wo die Bedürfnisse befriedigt sind, Menschenrechte, und wo es eine Friedenskultur und Friedenskulturen gibt. Hier fehlt eine große Menge. Die Diplomaten spielen ein Spiel. Sie haben 5 Jahrhunderte trainieren. Sie sind ähnlich gekleidet, reden dieselbe Sprache. Grau, Anzug, Sommers, Schwarz, Winters, eine blaue Krawatte, ein weißes Hemd. Sind gut gebürstet, Zähne, Schuhe und so weiter, Haare. Reden, könnte man sagen, ohne Gebärden. Und sie sitzen ganz häufig rund an einem runden Tisch. Sie spielen, als ob es paritär wäre. Ist das nicht? Und wenn etwas Paritäres davon rauskommt, wie ein Kyoto-Protokoll, wird man ganz schnell sehen, wer scheitert aus. Weil es unvereinbar ist mit der tiefen Struktur. Und eine Menge von anderen Sachen, aber ich habe es so getan. Dann kommen also die Konflikte. Und die These hier ist, bist du ein Konflikt? Sei herzlich willkommen. Wunderbar. Eine Herausforderung. Davon können wir etwas lernen. Davon können wir etwas neu schaffen. Aber das tut man nicht, wenn man nur A und B orientiert ist. Man muss C orientiert sein. Diese Aufgabe ist nicht so wahnsinnig einfach. Wir sind teilweise in Spanien. In Spanien liest du in den Medien überhaupt kein einziges Wort über mögliche Lösungen mit den Masken. Warum denn? Das haben wir getötet. Etwas ist grausam. So ist die Gallia, die spanische Regierung. Die haben während 5 Jahren mehr Menschen umgebracht als Franco der letzten 5 Jahre seines Lebens. Gewalt gibt es. Deswegen, weil wenn du über eine Lösung redest, dann hast du gesagt, dass es gibt etwas bei diesen Masken, das nicht notwendig ist. Hast du das gesagt? Ich könnte sagen, weil es gibt Beweise dafür, dass der Einzige, der in Spanien lebt und über Lösungen redet, heißt Johann Galtung, weil ich habe Freiwort. Ich kann reden, wie ich wünsche, weil ich Ausländer bin. Das hilft einem. Es ist auch deswegen, weil ich ganz häufig sehr schnell wegfahre und es ist nicht so einfach zu wissen, wo ich bin. Also du kommst, machst Vorschläge, du verschwindest, aber dann kommst du zurück, ja, mit Antwort. Es ist keine gute Zeit, aber es bewegt sich. Es wird eine Lösung geben. Also, keine Ängste vor Konflikten. Scheint, als ob es heiß vor sich geht. Das Wichtige ist, was davon war. Und hier habe ich also etwas über First Order, Second Order, Third Order, Basic Consequences gesagt. Das ist die Eskalation, die Eskalierung, die schlimmer und schlimmer wird. Das kennen wir alle. Und wie es notwendig dann ist, auf der rechten Seite mit unterschiedlichen Methoden einzugreifen. Und hier steht also etwas über Mediation, über Vermittlung, die Methode heißt Dialog. Und es gibt 3 Schritte in diese Darstellung. Und die 3 Schritte sind Nummer 1, Mapping. Was für ein Konflikt ist es bitte? Also welche sind die Parteien, welche sind die Zielsetzungen?
Ich habe in Erinnerung, dass ich einmal beobachtet in der norwegischen Delegation zur Meeresboden- und Ozeankonferenz war. Es gab 150 Regierungen und 150 Problemstellungen, die alle Konflikte waren. Also 150, 50 mal 150, 22.500. Du kannst das nicht in deinem Kopf haben. Deswegen haben sie Wochen, sogar Monate an eine Sache angewandt, das intellektuell zu verstehen. 2500. Die Amerikaner hatten eine wie immer glänzende Idee. Wir teilen die Länder in zwei ein, die Länder, die frei sind und die Länder, die unfrei sind. Und dann hat jemand gesagt, aber es geht ja um Meer und Meeresboden. Es muss da eine Rolle spielen, ob man Insel oder Küstenstaat ist zum Beispiel. Und der Amerikaner gesagt, naja, das stimmt. Also freie und unfreie Inseln, freie und unfreie. Gut. Gut. Es gab eine Lösung. Und ich habe nur das Folgende jetzt gesagt. Diese erste Phase, Conflict Mapping, ist sehr wichtig. Das ist also die intellektuelle, kognitive Karte des Konfliktes. Wenn man glaubt, dass man macht Frieden zwischen Israel und Palästina, wenn man einen Vertrag zwischen Arbeiterpartei und auf der palästinensischen Seite Arafat al-Fatah hat, dann hat man einen Fehler gemacht. Dann hat man also die Leute, die rechts stehen, in Israel ausgelassen und die Leute, die links stehen, in Palästina ausgelassen. Und was sagen diese Leute? Ja, die sagen, wir sind nicht eingeladen, du wirst von uns hören. So, die einen haben den Premierminister getötet und die anderen sind mit Selbstmordbomben angegangen. Und die beiden, die nicht eingeladen waren, haben die Wahlen gewonnen. Dort sind wir jetzt. Die Partei heißt heute nicht Likud, die heißt Kadima. Und ich möchte nur sagen, dass Kadima, die Übersetzung ist nicht vorwärts. Die Übersetzung ist ostwärts. Nämlich Richtung Morgensonne. Also, hier geht es weiter zu Nummer 2. Und das ist die Legitimierungssache. Welche Zielsetzungen sind legitim, welche sind es nicht? Ich spiele ab und zu die Rolle als Vermittler mit Adolf Hitler. Und ich finde eine legitime Sache, nämlich was er über den Versailles-Vertrag sagt. Also gehen wir damit weiter. Wir finden die Legitimität und wir gehen damit weiter. Der Vermittler debattiert nicht, der Vermittler dialogiert und dialogiert über das Positive. Und der dritte Schritt ist also Bridging. Das ist also, wenn man den Sprung macht in eine neue Welt, wo die legitimen Zielsetzungen vereinbar sind. Das ist Kunst. Intuition, keine Ableitung. Deswegen, wie wirkliche Teutonen, deutsche Professoren, die wirklich Teutonen sind, fast unmöglich. Fast unmöglich. So, ich würde, glaube ich, sagen, lieber mit einem Chef de la Cuisine Française reden, weil es ist ganz, ganz klar, dass die Leute, die französische Küche kochen, die haben Fantasie. Hier geht es um Kreativität. Es geht nicht am Strich abbleiben. Dann geht es also weiter und dann kommt man, wenn Mediation nicht funktioniert, kommen andere Sachen, ich habe nicht die Zeit dazu. Gewaltlosigkeit steht es hier, Conciliation. Conciliation, Versöhnung tut man, wenn man eine Lösung gefunden hat. Es ist nicht, dass die Lösung notwendigerweise praktiziert ist. Man könnte Versöhnung parallel mit Lösungen tun. Aber Versöhnung ohne Lösung heißt Pazifisierung. Ist eine Beleidigung der Menschen.
und es wird bestraft. Es wird eine Riesenreaktion dagegen kommen. Ich habe zahlreiche aber gehen wir weiter und sagen wir, dort unten in der rechten Ecke steht Prinzip Hoffnung. Man fängt mit etwas an. Und das etwas funktioniert zybernetisch positiv. Es kommt mehr aus, als man eingebaut hat. Und ein klares Beispiel davon ist selbstverständlich der französische Vorschlag. Nazi-Deutschland ist so grausam gewesen, dass man muss Deutschland in der Familie haben. Das war selbstverständlich Monet Schumann. Und als sie es gesagt haben, gab es Lachen und Verlacht. Und dann am Ende sind alle gekommen und haben gesagt, das haben wir ja eigentlich gedacht und wir sind völlig dieser Meinung. Also Deutschland als Mitglied der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen Union. Ich finde jetzt Studenten, die keine Ahnung hatten, dass das eigentlich ganz genial war. Dass das war eine Lösung. Und eine Lösung von einer Sache, von der meine Generation betroffen war, die nicht so ganz einfach war. Nur dasselbe für Israel. So dann sagen also einige Israelis, sagen, aha, du sagst also, die sind Nazi-Israel, ist das, was du sagst? Sage ich, nein, das habe ich nicht gesagt, obwohl es gewisse Züge gibt. Bei Walter Zionismus, bei Jabotinsky, Wladimir Jabotinsky, der Gründer Israel selber als Jabotinsky Hitler den Namen gegeben hat. Was ich sage, ist, dass ihr seid nicht so ganz einfach verdaubar. Das war Nazi-Deutschland auch nicht.